Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin euer Stormy und die zweite Bannwelle bei Jurassic World Alive hat gestern zugeschlagen. Was es damit auf sich hat und welche Saurier dieses Wochenende fangen könnt, seht ihr in diesem Video zu Jurassic World Alive. Diese Woche könnt ihr auf meinem Kanal wieder 15 Euro Online-Guthaben gewinnen, sei es PSN, Google Play oder PaySafe Card Guthaben. Was ihr dafür tun müsst, ist ganz einfach: Ihr müsst den Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, damit ihr keine Neuigkeiten zum Spiel mehr verpasst, einen netten Kommentar, der zum Video passt, unter dem Video posten und dem Video einen Daumen nach oben geben. Dann seid ihr schon bei der Verlosung dabei. Den Gewinner werde ich nächste Woche im Video ziehen. Viel Erfolg euch allen. Ja, vielen Dank auf jeden Fall fürs Einschalten. Und ihr seht schon im Bild da, this account has been banned. Please visit our Fair Play Policy and Community Guidelines. For more information, contact support and buns@ludia.com. Gestern kam ein Update und genau dann ist diese Nachricht eben bei verschiedenen Accounts aufgetreten. Also das Update war das folgende. Ihr seht es auch hier, 51 MB, nichts Großes bei gedacht und dann loggt man sich ein und dann kommt so eine Nachricht. Ja, also Spaß beiseite. Das ist natürlich aus dem Ludia Forum, ich bin nicht gebannt worden. Im Hintergrund seht ihr Gameplay von den heutigen Event-Sauriern, die wir uns gleich auch noch anschauen, welche ihr davon fangen solltet. Aber wir schauen uns auch das Ganze mit der Bannwelle nochmal an. Ja, ich hoffe, euch ist jetzt keiner in Ohnmacht gefallen oder so. Aber gestern war schon witzig, weil ich war gerade auf der Heimfahrt. Flupp, kam das Update und ich hatte gerade meiner Freundin den folgenden Account gezeigt. Ihr seht ihn eingeblendet. Und zwar war das der Silla 1234. Den hatten wir ja letztes Mal im Stream schon gesehen, dass er auf Platz 1 ist mit den Sauriern, die er unten hat. Und das Maximum war eben der Indominus Rex auf Level 20, Spielerstufe 10. Und der kann niemals auf legitime Art und Weise mit diesen Sauriern bei den Kämpfen da oben mithalten, wo die Gegner, weiß ich nicht, fünf einzigartige Saurier dabei haben, die alle auf Level 27 aufwärts. Da kann der niemals da oben Erster werden. Niemals mit den Sauriern. Und die hat er auch nicht reingetan, um sein anderes Team zu schützen, weil das wäre auf Spielerstufe 10 nur sehr unwahrscheinlich, dass er hätte da auch dann alle Einzigartigen dabei. Auf Level 30 aufwärts, da ist Spielerstufe 10 so gut wie nicht möglich, weil man einfach zu viele Erfahrungspunkte kriegt. Und ja, da hatten wir schon gesagt, der ist nicht legitim. So, und vor allen Dingen hat er dann auch live Punkte gemacht und hatte das gleiche Team noch drin. Ja, hat das Ding aktualisiert und es waren immer noch die gleichen Saurier, sprich, der hat mit den Sauriern gekämpft. Und ich gehe mal davon aus, dass er irgendwie ein Hack hatte oder die Gegner gededost hat, von wegen, wenn sie gegen ihn gekämpft haben. Zack, kurz über die IP gededost und dann konnten sie nicht mehr kämpfen und er hat den Kampf somit für sich gewonnen, weil die Gegner ja quasi AFK waren. Oder hatte sonst irgendwas drin, dass er, weiß ich nicht, immer gekrittet hat, immer schneller war, irgendwie die Werte von den Sauriern verändert, geht vielleicht auch. So viel dazu. Also es sind einige Leute gebannt worden. Hier ist noch so ein Account gebannt worden. Der hat doch im Forum geschrieben, von wegen, er hätte doch nur gespooft, ja. Das wäre jetzt, sage ich mal, aus der Arena überhaupt kein auffälliger Account gewesen, wo ich gesagt habe, ja, der einen von den Sauriern, der hat ja bestimmt gespooft. Nee, der war vom Aussehen her ist der legitim. Und der wurde auch gebannt, hat auch gesagt, ja, er hätte nur gespooft, ja, und so weiter halt. Dann würde ich euch echt darum bitten, dass ihr aufpasst, wenn ihr irgendwelche Emulatoren oder so verwendet, weil es sind definitiv auch wieder Leute gebannt worden, die Emulatoren benutzt haben. Und dieses Mal sind die Leute halt auch wirklich permanent gebannt worden, sprich, die tauchen nicht nur mehr in der List auf, sondern die Accounts sind weg vom Fenster. Dann, ich weiß nicht, ob das von verschiedenen Leuten Ausreden waren, sind ein paar Leute gebannt worden, weil sie irgendwie im Urlaub sind, da jetzt am Spielen sind. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass wenn man, ich sag mal, irgendwo hinfliegt, ja, dann loggt man sich ja auch für 10, 15 Stunden oder so nicht ein und loggt sich dann da wieder ein. Und ich glaube nicht, dass sie das als Spoofen erkennen und dass man dafür gebannt wird. Und selbst wenn, kann man da sicherlich ein Support-Ticket schreiben, wenn man wirklich im Urlaub ist und sagt, hier, ich bin im Urlaub, schickt denen wegen mir ein Screenshot vom Flugticket oder was weiß ich, oder von sich selbst, hier, ich wohne mal da und da, bin jetzt da im Urlaub für die Zeit. Könnt ihr den Bann zurücknehmen? Ja. Von daher glaube ich, dass das bei manchen Leuten einfach eine Ausrede war, dass sie auch gespooft haben und von wegen jetzt, um zu verheimlichen, dass sie quasi gespooft haben. Ja, so viel dazu. Jetzt schauen wir uns noch kurz die Saurier an. Sind ja fünf verschiedene die Woche wieder dran. Und darunter eben der Sinoceratops, der Ankylosaurus, der Nodopatosaurus, der Magocephalus, der Stegoceratops. Ihr seht sie eingeblendet: 15 Versuche noch bis Montag 15 Uhr. Heute möchte ich noch ganz kurz auf die ersten zwei Saurier eingehen, die ich auch gefangen habe, die ich euch eigentlich empfehlen kann zu fangen.
Das erste ist der Sinoceratops. Ihr seht es hier, ich habe ihn jetzt auf Level 15 machen können. Hab noch ein paar Versuche und ich hoffe, der taucht dort nochmal auf, dass ich da möglichst noch ein paar DNA von sammeln kann, denn den braucht man für zwei Hybride. Die habe ich beiden noch nicht freigeschaltet. Das ist der Allosinosaurus und der Utahsinoraptor. Sprich, der ist schon sehr begehrt, der taucht sonst sehr selten auf und von daher lohnt sich das, den auf jeden Fall zu fangen. Auf Level 15 hat er die folgenden Werte: 2193 Leben, 673 Schaden macht der Gute, 116 ist seine Geschwindigkeit, 5% Crit-Rate und 25% Panzerung. Hat drei betäubende Angriffe mit jeweils einfachem Schaden, 1,5-fachen Schaden und dann der Blitzansturm nochmal einfachen Schaden. Blitzansturm ist sehr stark auch gegen Raptoren und so, wenn der Saurier schon drin ist, weil er ist dann definitiv schneller als der Raptor. Ansonsten, ja, so zum Kämpfen kann man den eigentlich momentan nicht so benutzen. Ich finde ihn nicht so stark, weil er nicht so viel Leben hat. Zwar 25% Panzerung, ja gut. Ja, aber ich finde ihn, er passt momentan nicht so gut in die Meta. Genauso wie der Ankylosaurus, den seht ihr hier, habe ich auf Level 15. Da habe ich auf jeden Fall sehr viele DNA von übrig. Hab den auch quasi nur aus der Not herausgefangen bei dem Event. Ich habe gesagt, hier, ich weiß, ich werde nicht alle 15 Versuche auf den Sinoceratops nutzen können, aber den Ankylosaurus, den kann man nicht aus anderen Sauriern herstellen und deswegen fängst du den auch mit. Den braucht man für den Ankyntrosaurus und den Ratchakylosaurus, wobei der eine von diesen beiden Hybriden nochmal einen einzigartigen Hybriden hat. Und ja, vorher beim Utahsinoraptor, da hat natürlich auch noch den Utahrhenex als einzigartigen Hybriden. Deswegen sind die beiden Saurier, also der Sinoceratops und der Ankylosaurus, auf jeden Fall meine Favorites für das Wochenende. Und ihr solltet da schon den Wert drauf legen. Denn die anderen drei, die bestehen alles aus oder sind Hybride von ja, seltenen und gewöhnlichen Sauriern. Sei es der Nodoparosaurus vom Apatho und Nodosaurus oder der Amagrocephalus vom Amagasaurus und vom Euoplocephalus. Und zu guter Letzt eben der Stegoceratops vom Triceratops Generation 1 und dem Stegosaurus. Also die drei könnt ihr schon relativ leicht sonst bekommen. Rein vom Kämpfen her kann ich euch natürlich den Stegoceratops und den Nodopadosaurus empfehlen. Auch der Amagocephalus. Die sind alle drei nicht schlecht. Ja, es sind aber eben auch Hybride schon. Und deswegen sind die einen Ticken stärker als die beiden anderen, falls ihr darauf Wert legen wollt. Ja, ihr seid relativ frisch und wollt, sag ich mal, mit einem Level 3-4-Account. Sagt er hier, ich will jetzt einen epischen Saurier in meinem Team haben, dann legt auf jeden Fall auf den Stegoceratops Wert und vielleicht auch auf den Amagocephalus oder den Nodopadosaurus, denn die drei könnt ihr alle gut in auf jeden Fall unteren Arenen verwenden und habe ich auch zeitweise verwendet. So viel dazu, also mein Account ist clean und ich werde auch definitiv weiter clean spielen und wir sehen uns dann, denke ich, heute Abend im Stream. Ich kann einen neuen Saurier erstellen, seht ihr dann auch welchen und vielen Dank auf jeden Fall fürs Anschauen von dem Video. Wir gucken uns dann morgen noch die drei anderen Saurier an, was die können und warum ihr die im Kampf verwenden könnt auf jeden Fall. Und ja, ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.